Und damit wieder ganz herzlich willkommen hier bei uns Pixarghost und noch viele andere Kanäle, Leute, die heute hier am Start sind. Und ihr seht, es gibt nochmal Cops vs. Racer Save the VIP. Eigentlich habe ich schon die letzte Folge geschrieben, das letzte Mal, ne? Aber so kann es eben laufen. Wir spielen es doch nochmal, weil es ist halt doch ein wahnsinnig cooles Format. Und heute dazu mit am Start Crapper, nur 40 Stunden Racer, Alpine Gecko, Beta Effekt, Mr. XT, Dunkle Seele, Letni, Muffelator, Luca04B, Panic Blunder und der liebe Spitboy. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. 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 Ja, und eigentlich müssten wir das Format ein bisschen umbenennen, denn heute haben wir einen Special Guest dabei. Hinten in der Limo sitzt da drin und die Cops haben ihn einfach festgenommen. Ihr seht, die Limo ist bei uns heute nicht schwarz, sondern die hat so einen kleinen Geist auf der Seite. Ja, der Admin von den PXR Ghosts, der ist in seiner Limo durch Forza Horizon gefahren und dann kamen einfach die Cops und haben den festgenommen. Und ich als Fahrer der Cops werde den jetzt probieren, ins Gefängnis zu überführen. Und unsere drei Racer haben die Aufgabe, den VIP hier, unseren Admin, zu befreien. Bin mal sehr, sehr gespannt, ob sie das schaffen oder ob die Cops hier einfach zu stark sind. Wir werden sehen, kurzer Cut, und dann sehen wir uns auch zur Taktik für die erste Runde wieder. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen hier zur Taktikbesprechung oder zum Ergebnis der Taktikbesprechung vielmehr. Wir haben gerade schon ganz schön gequatscht und haben hier Pläne ausgeheckt. Ja, wir werden nämlich erstmal einen Cop hier rüberschicken an die Kreuzung und gucken, ob da nicht doch ein Racer steht. Wenn da keiner steht, dann ziehen wir direkt hier Goliath durch und dann irgendwie hier durch Ambleside und dann die linke Flussstraße nach oben. Und wenn da ein Racer steht oder wenn wir auf dem Weg gefunden werden, haben wir ganz viele tolle Alternativpläne. Wo mal gucken, ob die funktionieren, so wie wir uns das gedacht haben. Und ich würde sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, ob es klappt. Und dann würde ich den Racern direkt mal das Go geben. So, ganz kurzer Cut hier gewesen. Aber jetzt geht's auch wirklich los. Wir hatten kleine technische Probleme. Dementsprechend geht Lorenz jetzt zum Scouten nach rechts oben los. Ich bin mal gespannt, ob er da Racer finden kann. Und nee, schaut soweit frei aus. Nee, warte, da steht einer. Da steht einer im Wald. Steht der also. Scout da? Okay, dann ab nach links. Spatboy, fahr los. Fahr, Luca. Fahr. Tu mal so, als hätte ich ihn nicht gesehen, dass er vielleicht da bleibt. Genau, was macht ihr da vorne? Grüßt euch nicht ab. Ein bisschen weiter vor, bis Lorenz wieder da ist, ne? Nee, ich fahre ja einen anderen Weg zur Kreuzung. Aber ich glaube, der Speer ist gerade in die Sperrzone reingefahren. Keiner von uns? Weiß er? Ah, der hat das Ghost-Ding drauf. Nee, der wartet hier. Also ja, Luca ist im Pausenmenü. Ja, bitte komm wieder vor mich. Ich habe jetzt gerade keinen Frontschutz. War ja gerade ganz langsam alle vorbei, war ja. Ja, ich bleib mal ein bisschen weiter hinten jetzt. Noch, Panic, so, bitte Gas geben. Bin ich auf Endgeschwindigkeit? So, jetzt bin ich wieder auf Geschwindigkeit. Route wird neu berechnet. Hast du jetzt gerade... Ja, geil, Weg? Mann. So, Luca, bisschen näher an mir dran. Aber, ja, so, und jetzt Gas. Ach, 8% Motor. Ach du Scheiß. Darfst du 130 oder 120? 120. Ich darf nur 120 fahren. Ich schaffe mehr. Dürfen mehr, ne? Aber die Limo darf nur 120. Nee, wir dürfen nur 125 fahren. Genau, haltet so ein bisschen mehr als 120, ne? Also. Ja, außer man holt auf oder sonst wo, ne? Da vorne kommt was Schnelles. Dann bitte jetzt meine zwei Seitenschützer hierher. Ist der Heavy. Luca, du bleibst da. Das war doof. Sorry. Zieh durch. Durch. Racer ist auch da. Rapper, du bleibst hinten, oder? Ja klar, bleib hinten. Alles fahrt gut. Fahrt weiter. Fahr. So, ich bleib jetzt. Links, einer kommt durchs Feld geschossen. Links, ich hab links keinen Seitenschutz. Ja, ich komme. Hinter uns kommt der Racer. Schaut, kommt von Seitenschutz so lange. Pass auf. Hey, was macht der? Vorne kommt die Brücke. Weg. Racer, kommt von hinten, links. Er fährt mir rechts. Mach bitte hier auf der Brücke Seitenschutz, dass die mich nicht runterschubsen können. Ich mich mit Racer kommt zur Brücke.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich denke, so kann man es machen. Ihr seid schon an der Seestraße, oder? Genau, ihr könnt euch bis ins Hinten halten, weil die werden das nur von hinten kommen. Aber jetzt sind sie an mir dran. Genau, an mir bitte abstreifen. Heavy kommt von hinten. Ich versuche ihn mal auszubremsen. Oh, ich bin zu schnell. Heavy kommt von rechts. Ja. Genau, wo ist mein Seitenschutz? Beschäftige den Heavy gerade. Geil, Mann. Ja. Die von hinten müssen mal langsam ein bisschen versuchen aufzuschließen. Heavy kommt nach vorne links. Wir sind hier vorne sehr wenige Einheiten. Ich bin hier gerade ganz alleine mit Remo. Wenn sich einer vor mich portet, dann bin ich der Depp. Der Heavy hat sich geportet. Ihr seid jetzt von vorne an der Seestraße Richtung Norden drauf. Ja. Genau, wir sind gleich an der Kreuzung. Gleich an der Abbiegung. Scott, Heavy kommt nach vorne sicher. Okay, dann bitte jetzt Luca nahe Platz halten und gucken, dass du ihn abwehrst. Sehr gut. RS6, was machst du? Das hätte nicht sein. Genau, jetzt hier links. Scott kommt von links. Ich brauche jemand vor mir. Ich brauche jemand vor mir, um sich zu spotten. Genau, Martin, übernimm du das mal kurz. Ich hab wieder aufgeschlossen. Sehr gut. Ach, sorry, Audi. Sorry. Ja, gut, Scout ist ein bisschen tot. Von vorne kommt einer. Oh Gott, das war gerade sauknapp. Alter. Martin, Gas. Achtung, Heavy ist hinten auch recht nah aufgeschlossen. Der ist jetzt an der Limo dran gleich, wenn ihr nicht aufpasst. Achtung, der will mich jetzt in der Kurve wegschieben. Ich brauche links Deckung. Ja. Erste Caddy ist so gut wie tot. Ich brauche jemanden. Die schieben mich. Ich sind jetzt alle drei an mir dran. Ja, okay. Ich habe keinen Seitenschutz. Wollen wir dich jetzt zurücklassen? Nee, ich warte, bis die den zurücklassen, Limo. Ja. Ich muss zurück. Dann bitte jetzt gleich hier in Position bringen, dass ihr das einfach kaputt machen. Ja, die wollen euch jetzt kaputt machen. Lasst es nicht zu. Ja, lasst wir können nicht viel machen, da ist eh schon alles kaputt. Ja, Karl ist und zwar und, genau. Aber jetzt könnt ihr euch noch kaputt machen. Lasst euch nicht kaputt machen. Die dürfen sich reparieren, ihr nicht. Auch nicht mehr gegenseitig rammen. Ja jetzt auf jeden Fall Sicherheit. Wir sind in der Safe Zone. Puh. Wie viel hast du? Actionreiche erste Runde, aber ich habe nur 6% Motor davon getragen. War glücklich, aber wir müssen da, glaube ich, nochmal hier ein Wörtchen reden über Kopfpositionierung. Das war gerade ein bisschen schwach vielleicht, sag ich mal. Ne? Ja gut, würde ich sagen, gibt's einen kurzen Cut und dann hören wir uns zur Taktikbesprechung zweite Runde gleich wieder. So, und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Stage der ersten Runde. Wir müssen jetzt von Lake Lodge bis nach Castleview rüber. Ist eine ziemlich gefährliche Strecke, vor allem, weil der Startpunkt hier am Lake Lodge sehr offen ist. Da sieht man uns eigentlich zu 100%, wenn wir losfahren. Dementsprechend werden wir hier vorne rausfahren, zurück hier auf die Seestraße runter und dann hoffen, dass wir einfach in einem Zug über die Hauptverbindungsstraße kommen können. Ganz kurz noch eben zur Runde. Ich hatte ja 6% Motorschaden. Dafür haben wir 6 Reparaturpunkte bekommen. Die haben wir auch alle verheizt und haben jetzt einen neuen Caddy, einen neuen Camaro und einen neuen Audi. Und hoffe ich, dass wir hier mit neuer Manpower in die zweite Runde starten können. Und würde sagen, geben wir doch direkt ein Startsignal an die Racer. Mal ob sie bestätigen. Okay, dann setzt euch mal in Bewegung. Ich glaube, ich sehe, wenn ich nach links oben schaue, sogar schon irgendwas auf dem Berg stehen. Woanders hinstellen würde auch keinen Sinn machen. Ja. Ja, bei Ray neulich war es, glaube ich, anders tatsächlich. Nee, Andi stand auch oben. Da oben auf dem Berg steht einer. Da oben auf dem Berg links steht einer, ja. Ja, wir versuchen jetzt so schnell wie möglich durchzuziehen. Auf vorne an der Kreuzung, vielleicht kann sich einer von meinen zwei Verteidigern an die Kreuzung hinstellen, dass der Heavy nicht vom Startpunkt aus, von denen da die Straße runtergeballert kommt, die Seestraße an mich abräumt. Ich bleib gleich ein bisschen. Also ich stehe als Panik. Jetzt schon an der Kreuzung. Ah, der bitte. Scout fällt gerade runter vom Berg, haha. Und der Ferrari kommt auch von hier. Also Ferrari kommt euch entgegen. Okay, dann jetzt aber Power. Luca, kleines bisschen mehr Gas. So ist der Heavy ist auch. Okay, dann weiter. Achtung, Panic, kannst du den Heavy ein bisschen abwehren? Ich zieh durch. Wow. Ich bin es aber alleine. Ich um den Ferrari mal. Ich zieh rechts durch, dass ich wieder vorne bin. Ja, super. Heavy kommt von hinten. Ferrari kommt durch. Ferrari kommt. Irgendwer müsste die vordere Position einnehmen, ich komme da nicht mehr hin. Ich bin schon da. Und Ferrari kommt. Ja, Shit. Mein Seitenschutz. Oh. Hab mich offroad gehauen, ich komme zurück zur Straße. Dann. Lass den da unten. Sorry. Alles gut. Wir fahren weiter, da vorne aufpassen, dass sie mich jetzt da nicht Und Heavy.
abräumen, wenn ich abbiegen will. Ja, wir müssen da vorne, wenn er abbiegt, ihn den Weg frei machen. Genau, das ist jetzt die schwierigste Stelle gleich. Jetzt bitte brauche ich hier Leute um mich rum. Weil jetzt macht hier der Heavy Probleme. Bei nächster Gelegenheit, wenn Achtung, mich abbiegen lassen bitte. Ja. Achtung. LOL! Da ist gerade was über uns drüber geflogen. Dunkle Seele, streift den mal bitte ab an mir. Oder Luca, danke. Ja. Ich hab einen großen Koffer. Upsala, hab mitgenommen. Ist wie eine Fliege. Ja. Heavy kommt. Ich bräuchte wieder was vorne. Ich bräuchte wieder was von vorne, bitte. Ja, hier ist was von hinten. Bitte was von vorne. Heavy kommt, Heavy kommt. Warum stehen die NPCs einfach auf der Straße? Oh, was Glück war das hier mit dem NPC? Heavy kommt von rechts. Ich hab den NPC in den Reihen. Sorry. Leute, ich hatte keine Leistung unter Schuss. Hey, was machst du? RF6! Ja, bitte nicht! Ich hab den. Ja, ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Limo, soll ich näher zu dir hinkommen? Ja, bitte, ich hab grad keinen Frontschutz. Die haben mich fast fest hier. Ich brauch hier Hilfe. Camaros. So, jetzt bitte Gas, 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 Gas. Luca, bleib bitte links jetzt erstmal kurz. Panik. Zieht durch. Oh. Ich bin weg, Rapper. Krieg den Heavy nicht weg, ich Hilfe. In 400 Metern links ab. Entschuldige. Kommt der Scout und läuft rum. Ui, das wäre fast schief gegangen. Scheiße. Kommst du da hoch? Ja, ich glaube schon, aber. Ich habe 1% Motor, ich kann dich anschieben. Nee, ich komme schon hoch, ich habe nicht so viel Motor, aber da kommt der Heavy. Ja, der soll dich bitte hochlassen. Ja, eben. Ja, der Scout ist aber auch direkt an mir dran, ne? Und jetzt Gas, 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 Gas. Der Ferrari holt Anlauf. Zwei Leute nach vorne, der Ferrari holt Anlauf. Zwei Leute, nicht alle. Ich habe ja so einen nervigen Scout an mir dran. Jawohl, der ist durch, der Ferrari. Achtung, Heavy kommt. Das ist nicht so optimal. Achtung, Heavy. Ja, den kann ich abwenden. Ja, der Scout, der hängt jetzt an mir dran, aber das ist nicht so schlimm, der wiegt nicht so viel. Den kann ich selber wegdrücken, aber ich hätte gern wieder einen vor mir. Ja, ja, Heavy kommt von rechts. Heavy kommt von rechts. Ferrari kommt. Seitenschutz, wie sieht's aus? Ja, mach da. Ich krieg halt Scout. Escalate hier dagegen zu drücken ist. Ich wurde gerade von dem blöden Dings gemacht. Kann von hinten jemand ein bisschen aufholen? Ja, so, der ist schon mal. Lass den zurückfallen, der muss sich ja nur noch mal hier drehen. Ach, gut, aber der bremst mich trotzdem noch. Ich hab's raus. So, Gas, ich komme hier nicht mehr so gut von der Stelle. Scout kommt nochmal reingeschäppert. Ach, der Heavy wird von vorne kommen. Mach dir mal die Front frei, mach mal Maxi die Front frei, dass er durchbeschleunigen kann. Ja, mit Beschleunigung ist da nicht mehr so viel, aber guck, dass er mich vorne deckt. Achtung, Heavy! Lol, wo kommt der her? Ja, aus der Kurve. Er hat sich geportet. Ja. Exit greift euch ja die anderen an, okay. Ja, vielleicht könnt ihr den Scout festsetzen. Ah, nee, ja, der Heavy Baum kommt, ist Heavy kommt von hinten rechts. Nee, dann lasst den gut sein, kommt wieder lieber an mich ran. Ab, die da ab. Na, bitte vorne Deckung. Von vorne kommt der Ferrari. Ja, der ist egal, jetzt erstmal ein Heavy. Oh. Oh. Kann jetzt erstmal gar nichts mehr. So, jetzt Gas, 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 Gas. Oh. Gas, Luca. Vorbei. Ja, so ein Audi war hier gerade irgendwie im Weg. Kann ich vorne fahren? Ah, das ist sogar ganz gut, dass der Ferrari anschieben will. Das ist nicht gerade so. Ich hab so, ein Ferrari neben mir. Der nimmt ein bisschen. Ach, Junge, sein Weg. Ich hab Camaro, kommt da vorne was? Nee, noch nix. Warte, dann lass ich mich mal ein bisschen zurückfahren und helfe dir. Ja. Problematisch ist gerade eher, dass die mich hier fast zu zweit festgesetzt haben. Audi, Max, bitte bleib stehen, ich fahr hier vorbei. Ja, ja, aber der wird wiederkommen. Sehr gut. Sag, wenn er über die Kuppe kommt. Nee, kommt nix. Ich fahr ein Stück voraus, extra deswegen. So, gut, abgestreift. Paul kommt von rechts. Der Heavy. Von links. Heavy kommt von rechts jetzt. Bei dir, Maxi. Ey, Ferrari von hinten. Offroad. Ja. Ich hab die Bremse rein. So. Was ist denn, bitte? Camaro, ich fahr vorne. Ja, Maxi, zieh durch. Ich bleibe auf der Bremse. Ja, ja, sehr gut. So, der Ding macht mir nichts, aber jetzt bitte kurz gucken, es kommt eine Brücke. Die habe ich selber aneinander abgestreift. Das passt, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, ich habe nicht mehr so viel Leistung. Oh, Traffic.
weiter. Aber sie sind alle hinten. Ja, ja, wir sind jetzt auch noch einen Kilometer bis zur Hütte. Links jetzt, links. Links ist jetzt gerade meine verwundbarste Stelle, weil wenn sie von links kommen, können sie mich in die Bäume drücken. Danke, Crapper. Genau da. Jawohl, das war gesessen auf den Heavy. Heavy war gegen einen Baum. Der ist tot, mehr oder weniger. Also der kommt nicht mehr. Der kuschelt gerade noch einer. Ja. Kommt noch vor mit dem alter Heavy, der ist mehr oder weniger tot. Ja, der Heavy ist... 800 Meter bis Zielort. Guckt, dass sie euch nicht so viel Schaden machen können jetzt. Ja, ja. Weil ich bin jetzt eigentlich gleich in der Safe Zone. Ich glaube nicht, dass sie mich noch attackieren. Ja, und ich auch. Ja, jetzt war's. Wir sind safe. Nicht mehr gegenseitig jetzt. Okay. Jetzt Abstand halten. Ne? Ja, gut. Das hat der Heavy auch gehört. Okay. Ja. Kann Schaden machen. Und wie sieht der Schaden aus? Lass mich noch ankommen. War noch nicht so toll tatsächlich jetzt für mich als Limo. Ich habe ganz schön kassiert. Ich habe jetzt 51 Motor. Fast 52. Also müssen wir mal gucken, wie viel Reparaturpunkte wir überhaupt gleich noch bekommen. Das sind ja schon mehr als 50. Und würde sagen, wir sehen uns dann nach einem kurzen Cut zur Taktik-Ansage zur letzten Stage wieder. Bis gleich. So, liebe Leute, hier mit 50% Motorschaden melden wir uns zur dritten Stage wieder. Wir müssen von Castleview Road bis ganz in den Süden runter. Längste Strecke oder längste Etappe tatsächlich bis nach The Gables. Und ja, wir haben uns gerade beraten und Dorenz hat dann einen guten Vorschlag gemacht, nämlich, dass wir nach Norden in die Stadt abhauen, weil die Stadt nicht so ideal ist zum Spotten. Da hat es eh so viele Häuser, deswegen hoffen wir, dass wir da gut durchkommen. Und dann eben hier durchschlüpfen Richtung nördlicher Kreisel, aber dann davor abfahren eben hier durch die Driftzone durch, direkt runter hier entlang auf die Driftclubstraße, Hauptverbindungskreuzung durch und dann eben die Seestraße runter, hier entlang irgendwie bis nach The Gables runter. Und ich hoffe, dass wir ankommen. Letzte Stage. Wir haben nochmal einen zwei RS6 repariert und ein Chevy. Und ich hoffe mal, dass das klappt. Dementsprechend würde ich sagen, gebt mal ein Startsignal und dann können wir auch schon loslegen. Boah, ich sehe jetzt nichts. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich kann ja sehen, ich darf ja Namen oder Autos anhaben, wo der Ding steht. Es ist interessant, was die gemacht haben. Aber unsere Taktik steht ja eh schon. Ist ja nicht abhängig davon, wo die jetzt sind. Genau. Herr Audi, wieso fährst du halt vor? Ich bin der Scout, ich darf fortfahren. Du bleibst halbwegs vorm Eskalade. Genau, du kannst uns mal die Kreuzung ansagen, Spatboy. Und dann bitte gucken, dass ihr mich rumlasst. Mit möglichst hoher Geschwindigkeit, weil ich beschleunige echt nicht mehr so schnell. Ah, natürlich kommt dann. Ja, super. Auch BMW, Achtung. Gut. Leute, habe ich vorne noch nichts gesehen. Gut, Gas, Luca. Route wird neu berechnet. Das neueste Auto ist es auch nicht mehr. Boah, ja, aber meine Limo kämpft auch richtig. Ja. Aber hier geht's jetzt bergab. Hinten kommt so, auch Info, aktuell nichts. Wie viel Kramer schaffst du denn noch, wenn du das weißt, kannst du es ja mal sagen, Maxi. Nee, ich schaff schon noch mehr, aber es dauert halt Ewigkeiten. So, Achtung, da vorne kommt jetzt hier gleich die scharfe Rechtskurve, ne? Achtung. Aber eben nicht. Boah, der große Mini. Soweit, so gut. Bad Boy, was machst du? Hä? Das ist nicht du, das Bad Boy. Also jetzt. Ja, ich komm nicht hinter dir her. Immer auf der Seitenschutz ist mehr Hintenschutz. Wie gesagt, ich sage, das Bad Boy war gerade irgendwie komisch positioniert, nicht du. Alles gut. Ja, alles. Ja, ein bisschen uns. Aktuell noch immer nichts hinten, also hinten ist klar alles. Vorne ist soweit auch. Auf der Autobahn oben steht auch noch niemand, also das sehen werden sie auch nicht sehen. Da sehe ich von unten nichts. Also der Keller hört sich sehr, sehr gesund an, die Limo. Wie viel Schaden hast du nochmal? 50? 50, ja, 40, ja. Aber wie 100 gefühlt. Ja. Ja.
Genau, Alpine, komm ein bisschen ran vielleicht, dass wir jetzt hier als geschlossene Kolonne fahren und nicht unnötig noch gespottet werden. Also so ein Ticken näher ja, quasi. Ja. Jetzt müssen wir hier links, ne? Achtung. Ja. Luca, geh ein bisschen. Geschwindigkeit eben. Ja. Und komm, danke. So, na genug. Danke. Ja, wie gesagt, ein Stück kannst du schon noch wegbleiben, nur eben nicht, dass du nicht so weit hinten bist. Ja, nicht, dass die uns deswegen jetzt finden. Alles gesehen, also das. Ja, alles gut. Hey, wenn wir jetzt die letzte Stage hier so gut durchkommen, bisher, das gibt's ja nicht. Die zweite war so Chaos. Verkehr, also KI auf der rechten Seite. Ja, wie wäre es, wenn wir alle einfach auf der linken Seite erstmal fahren? Ja, gibt aber bitte vorne Gas! Vorne Gas geht denn hier. Wer ist das? Gas. Sehe ich auch nix. Weil dann haben wir zumindest nicht die Gefahr vor Verkehr. Das Sand ist aber, wenn wir alle auf der richtigen Seite fahren. Ja. Beschleuniger schon mal zur Driftclubstraße und schau, was ist. Jetzt hat nix soweit. Hinten auch noch alles klar. Hey, yo. Dann haut, ich sag's euch. Gott. Der Driftclubstraße ist nix. Darf ich mach hier so eine kleine Straße, spart das. Ja, perfekt. Also mit dem Heckschaden fährt sich die Camaro echt gut. Verbindungskreuzung ist auch nicht. Der Audi und der Camaro, ihr seid viel zu weit vorne. Was mache ich? Ja, Gas. Ihr könnt jetzt schon wieder beschleunigen, weil Mo will bei 120 bleiben. Genau, so 120, ein bisschen schneller als 120 könnt ihr fahren und dann halt gucken, dass ihr ungefähr den Abstand konstant haltet. Ist auch ein Ticken zu schnell manchmal ein Ticken zu langsam. Ja. Der Einzige, der mal vorzieht, bin ich. Ihr bleibt bei der Limo. Aber hier ist nichts zu sehen auf der Flussstraße bis jetzt. Hinten ist auch alles klar. Okay. Sehr gut. Auf der anderen Seite ist auch da alles klar. Ferrari kommt. Oh, den habe ich in den Baum gesetzt. Bitte mach bitte vorne so ein bisschen Ding. Wollen wir gleich festsetzen, oder? Hey, Audi, geh mal bitte vor der Front von der Limo weg. Die werden sich unnötig. Luca, gib Gas. Lass den Ferrari. Ja, okay. Gut. Lieber jetzt Gas bitte meine geben. Zwei Leute rechts und links hin. Meine zwei. Ja, lass mich da mal vorbei. Ran. Ich versuche wieder den Ferrari. Luca, ein bisschen Gas. Erste Brücke. Achtung, Achtung, der Ferrari kommt aber. Jetzt block bitte kurz den Ferrari weg. Dann hier drüber. Genau. Aber jetzt aufpassen, dass er mich nicht in die Vorderkanten schiebt. Panic, setz dich rechts von mir hin. Oh, ich versuche links von dich. Setz den fest, komm, mach den kurz fest. Kreuzung ist Caddys. Genau, mach den fest. 2, 3, 4, 5, 6. Ferrari ist raus. Na, der kann sich wieder porten. Genau, jetzt bitte wieder nach vorne, weil jetzt werden die sich porten. Ja, wir schließen auf. Genau, meine zwei Kopse bleibt bitte genau auf meiner Höhe oder macht jetzt vorne ein bisschen zu. Okay. Von hinten? Nee, von vorne. Sehr gut. Hab ihn abgeblockt. Ja, sowas immer dazu sagen. Jetzt Heavy in den Fluss. Genau, der hat nur noch ein Leben. Wenn er den jetzt rausnimmt, dann haben wir schon mal eine wahnsinnige Erleichterung. Camaro, jetzt Heavy links in den Fluss. Genau, oder nicht hier. Halt dich ein bisschen rechts von mir, dass sie mich nicht nach links schieben können. Was im Weg, Camaro, bitte. Ja. Ah, der Heavy ist auch langsam. Der Baum hat gesessen. Ja, ich hab den Ferrari von vorne. Heavy, schauen wir vielleicht in die Brücke oder sehr jetzt gut, hier Luca. in den Fluss. Es geht bitte wieder einer nach vorne. Ja, ich bin voll auf dem Stern. Ja, vielleicht auch ein anderer gerade, wenn einer da ist, genau. Sehr gut. Ihr lasst ihn zurück. Aufpassen, dass, wenn keiner von hinten kommt, dann könnt ihr auch erstmal hier bleiben. Ich ziehe links an dir vorbei. Ich bin wieder vorne. Seitenschutz kann wieder nach zur Seite. Audi, der Ferrari ist da, jetzt sind hier leider Häuser. Ist sau langsam. Aber wir haben, okay, wir haben es ganz gut durch die Häuser jetzt. Ferrari links. Jetzt kommt doch rechts. Komm, das ist jetzt hier der entspannteste Abschnitt noch. Heavy ist Haus. Lame as fuck. Der kommt nimmer hinterher. Ja, komm, nach vorne, oder? Ja, den habe ich frontal getroffen. Ja, okay, der ist auch ein Baum rein. Da ist noch ein der Ferrari drin. Warte, ich schiebe ihn weg. Oh, schön. Oh nein.
Na, wo ist die Limo? Hinten am Baustellendreieck. Ja. Achtung, Platz da. Platz da. Ja, sehr gut. 600 Meter. Gleich haben wir es geschafft. Ja, das ist eigentlich schon. Der Ferrari lässt ab. 500 Meter. Das haben wir. Ja, jawohl. Wir haben es geschafft. Wir haben den VIP, wir haben den Admin hier ins erste Hochsicherheitsgefängnis überführt. Ja, die Racer waren nicht erfolgreich, aber ich kann mal reingucken. Ich habe keinen Motorschaden tatsächlich bekommen diese Runde. Also echt gut noch verteidigt. Ich fand jetzt auch die letzte Runde war die Cop-Zusammenarbeit echt gut. Aber die haben uns ja auch erst verdammt spät gefunden. Aber ich würde sagen, 3 Stages und jetzt aktuell 79% Motor. Ja, hast du gut auf deinen Wagen aufgepasst. Ne? Ja, und das Heck ist kommt im Arsch. Sag mal so, ich bin bei 66% und habe auch keine Reparatur benötigt. Ja, aber es glaubt, vorne habe ich auch nicht so viel Kontakt gehabt. Die schöne Limo ist ich habe beide, die von vorne kommen, frontal erwischt. Ich habe schon wieder 60. Das hast du gut gemacht. Habe ich schon wieder kaputt gespielt, das Ding. Aber war ja die letzte Stage. Das heißt, diese Runde haben die Cops gewonnen tatsächlich. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt ja noch eine zweite Runde und in die springen wir jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß damit und natürlich dann sehen wir uns gleich. So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Runde, erste Stage. Ihr seht's, wir sind Racer. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich Alpine Gecko, nur 24-Stunden-Racer und mich. Ihr seht, ich habe den Ding tatsächlich, ich weiß nicht, es fällt mir der Name hier, der Scout, den habe ich natürlich im wunderschönen PXH Ghost Design, wie die anderen beiden auch. Die werdet ihr bestimmt auch noch sehen im Laufe hier der Folge. Oder guckt einfach in die anderen beiden Sichten. Und wir hoffen jetzt mal, dass wir unseren Chef hier befreien können aus den Klauen der Cops. Ja, dementsprechend würde ich euch direkt auch zeigen, wo das Ganze denn lang geht. Denn der Startpunkt ist tatsächlich der gleiche wie bei uns eben in der ersten Stage. Kingfisher Cottage und die Leute müssen, ihr seht schon auf meiner Karte eingezeichnet, rüber bis ans Bamborough Castle. Also eine sehr direkte Strecke, aber ist auch tricky. Und ich stehe hier direkt am Fluss und hoffe, dass ich die sehen kann, wenn die hier rausfahren sollten. Meine zwei Racer-Kollegen müssen hier drüben starten und werden dann ja versuchen, so einen Vorhang zuzuziehen, dass eben, falls sie hier hoch wollen, kommt jemand und wenn sie hier runter wollen, kommt jemand und also an den mittleren, an den unteren Kreisel oder an die östliche Flussstraße. Nee, Seestraße. Ich bin heute schon echt. Jetzt habe ich es aber. So, an die östliche Seestraße. Ja, wenn da was kommen sollte. Also die hier. Gib mal. Dann kriegen wir das mit. Und ich würde sagen, ab in die Runde. Ich habe Bock. So, das haben sie verstanden. Ja. Ja, dann zieh ich mal runter. Voller Tatendrang. Auf geht's. Da kommt ein Cop. Ein Cop kommt. Aber das ist nur ein einzelner Cop. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der mich schon sieht. Das wäre gut, wenn du dich im Busch versteckst oder so. Ich probiere es, aber ich glaube, er hat mich gesehen. Ich habe extra meine Dachbox noch ein paar Steine rein. Er hat mich gesehen und er driftet hier im Kreis. Soll er sich Reifenschaden machen? Ja, also sie kommen nicht hier wahrscheinlich. Ja, das ist das eine Festival, ne? Ah, du bleibst an deiner Stelle. Ich bleib hier erstmal stehen und wenn sie dann in einer Minute immer noch nicht kommen, dann werde ich mal ein bisschen runterfahren. Ich glaube, der hat mich aber hier so auf Beobachtung, der Cop. Vielleicht warten sie auch einfach, ich weiß es nicht. Ich bin mit Vollgas hier unterwegs. 3 Kilometer, dann bin ich am See. Dann nochmal 1, 2, dann wäre ich an Serpentinern. Was macht der denn hier? Der macht mich ja nervös. Das ist eine Aufgabe. Ja. Das Problem ist, wenn ich jetzt nach Süden fahre, ich will nicht, dass der mich hier abcrasht, weil ich habe ja kein Leben. Aber ich könnte Offroad fahren, tatsächlich. Ja, so, nee, der darf dich ja nicht angreifen, solange wir noch nichts angreifen. Ja doch, oder? Den darf man nicht angreifen. Erst, wenn wir Attacke machen. So, ich bin jetzt gerade beim südlichen Kreisel. Der positioniert Brücke. Sich hier schon, aber, ne? Das, sobald ich hier aus dem Offroad kommen würde, steht er hier vor mir. Ja, weil ich glaube fast, dass die Taktik so sein wird, die werden ins Festival reinziehen, werden dann nach Richtung Süden, glaube ich, fast ziehen, weil der kann nach Süden wegziehen.
Oder sie warten, der ist quasi hier zur Beobachtung, ob ich hier stehen bleibe. Oder Richtung Norden, dass sie wegziehen dann, ne? Also Seestraße habe ich ja jetzt satt. Wie soll ich weiterfahren, wenn ich bei den Serpentinen bin? Weil so lange da würde ich erstmal ganz kurz warten. Ich meine, das siehst du ja, kannst du alles einsehen, es sei denn, sie würden jetzt ganz hinten rum über Goliath fahren. Ja, ich bin jetzt also, gleich rückgängig. Ich würde da erstmal kurz verweilen, tatsächlich. Und ich würde jetzt mal aufbrechen in Richtung Ding runter, in Richtung Mattkickers Kreuzung. Ich bin jetzt Brücke. Der wird den halt callen, dass ich da hinfahre, blöderweise, ne? Und dann fahren sie los. Und dann fahren sie los. Zurück. Ich fahre jetzt mal ein Stück. Ich fahre mal ein Stück los. So lange, und ich dann wieder um. Eine Chance, dass sie da noch sind. War zum Festival. Wer ist denn das hier? Der nervt ja. Du Beta oder so. Wasserdorn ist bei Mattkickers. Ich fahr's doch nochmal kurz zurück. Um wirklich sicher zu gehen, dass sie hier nicht runterfahren. Also südliche Goliath bin ich gerade. Nee, da. Hier kommen sie nicht. Ist bleib noch da. Puh. Warte, ich sehe eine Koppeine her, Brücke unten. Broadway. Und sehe die Limo auch. Okay, dann rauf da. Dann ist die Spätze noch aufgehoben, jetzt darfst du mal schnell einfach. Ich halte auch so die Flussstraße runter. Durchs Festival durch zum Glück. Ja, perfekt. Weil ich habe so lange gebraucht, bis dann Serpentinen. Wenn ich jetzt so nach Broadway runterheize, ist das schnell überhaupt? Aber ich darf ja querfeld ein da unten, wo bin ich sofort dran eigentlich. In 400 Metern links abbiegen. Oh, ich fahre doch Broadway schon durch. Wo seid ihr alpin? Wir sind noch aktuell. So, ein Nestkelip mal abrammen. Wir sind in der starken Kurve da, noch vor dem Blitzer und zwischen, also zwischen Blitzer und kreislichen, südlichen Kreisel, da sind wir noch eigentlich. Ah, okay. Oh, aktuell gerade mittendran, statt nur dabei. Soll ich spotten oder soll ich auch mit drauf direkt? Nee. Direkt drauf. Spot nochmal. Spot nochmal, okay, ich bin jetzt hinten dran. Oh, Limo. Nehm Hexreden. Ja, dass die so. Limo reinfährt. Bist du auch schon dran, Lorenz? Ah ja, nice. Ja. Okay, jetzt sind wir alle dran. Also ich gebe mal Gas. Heavy, mach mal ein bisschen Attacke, weil dann gebe ich mal ein bisschen Gas und versuche umzudrehen. Ich kann sie auch ablenken ein bisschen vielleicht, dass sie nicht auf Ja, dich... ich versuche gerade die Eskelets wieder wegbringen, mal so beabsichtigt, aber... Lorenz, du sagst, wenn du kommst, dann steche ich einmal kurz rein, um sie abzulenken. Da, jetzt. Oh, sorry. Nichts passiert. Ich misch die Bude mal kurz auf, ein bisschen. Ja, es müssen sie alle weg hier nämlich, so. Ja, für netter Richtung. Ja, bist eh dran. Ich würde mal so einen Schlag von Offroad aus probieren. Ich darf das ja. Warte, festsetzen. Einer hinten meiner. Oh, ist der was langsam? Was seid ihr? Was dieser Baum, dieser Baum. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Also, hat sie schon gehupt? Naja, nein. Sie hat nicht gehupt, also sie ist frei. Dann. Das war wie bei Andi. Dann okay, ja, dann also... Lass uns nochmal durchgehen, wäre auch arg bitter nach der ersten Stage schon. Sowas von knapp, aber das hat sicher gesessen jetzt, der also die Schmerzen. Ich komme von links angeflogen. Vorne kommt nochmal eine Brücke. Komm, ich geh bisschen Schwung holen. Ich port mich nochmal hier auch von vorne. Ja, ich hab ja einen Heckmotor, das macht mir ja nichts eigentlich, wenn ich Frontaltreffer abgebe. Jetzt haben sie es ja eh dann bald auf die Strandstraße. Weg da, Audi! Boah, wie knapp war das denn? Aber Alpin, du darfst nicht offroad, ne? Ja, aber ich muss zurück, oder? Ne? Das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Warte mal. Ich darf mich sogar nochmal porten. Ich bin langsam. Ah ja, ich kann mich auch einmal porten, oder? Ja, einmal das. Einmal, aber
Oder insgesamt. Warte, warte noch. Ich schau mal, ob wir sie da vielleicht hier gleich in die Brücke schieben können. Soll ich mal eine Straße? Ich hab nur einen Camaro getroffen, aber naja. Alles gut. Aller Schaden tut weh. Der eine Camaro, den nehme ich gerade mit ein bisschen. Das passt schon. Brücke haben wir leider verpasst, ne? Nee, nee, da kommt sie. Da kommt sie erst. Ja, okay, dann rein da. Also einen Camaro haben die weniger mal. Jetzt. Da komme ich nicht hin. Der mal schiebt. Ja. Oh, ich habe doch gerade einen R6 gekillt. Der ist gegen den Brückenpfeiler gefahren. So, ich komme jetzt voll entgegen. Sag mir an, wo sie ist. Gerade auf der richtigen Fahrspur. Nee, deutsche Seite. Ja, aber ist deutsche kidding. Seite. So, Audi noch mitgenommen. Ich hab noch einen guten Fronthit auf dem Boden. Oder ja, so gut war er nicht. Eigentlich eher ein Kopf. Wir haben richtig. Ja, warte, wir haben noch 2 Kilometer. Lasst sie mal. Das schaffen wir schon. Aber demoliert immer ein bisschen die anderen. Komm, noch mal Kopf ein bisschen kaputt machen, ja. Ich hau jetzt nochmal voll rein. Ja, probier die Escalades vielleicht rauszunehmen oder so, das tut weh. Ah, nee, nur dann. Noch 1,6 Kilometer. Halten wir die Strecke im Auge. Warte, das ist ein Escalade langsam. Ich drehe und hau dem nochmal rein. Bis zum Schotterweg, glaube ich, wahrscheinlich schon vorne, oder? Ja, es noch sind 1,2 Kilometer. Nochmal ein Escalade, ne? Oh, ja. Da ist noch ein Audi. Oh. Ein bisschen Schaden im Kopf gemacht, dann lassen wir sie mal fahren. Lassen wir sie mal fahren, das war's gleich für die Runde. Ja, ja. Ich glaube, die Wachtaber waren erfolgreich genug. Also, die haben sicher. Das war genau der Falsche. Oh Mann, ey. Aber das hat mir genau 43 Lenkungen gemacht. Warte, ja, wollen gut, wir den Einkommen festsetzen? Können wir das? Nee. Okay, habe ich. Hast du noch einen Kopf? Uiuiui. Also, ich glaube, da haben wir schon sehr übel ausgeteilt gerade eben. Warte, Kopf festsetzen, Kopf festsetzen. Ja, Kopf festsetzen. Dann müssen wir eine Reparatur mehr verwenden. Ah, okay, lass ihn zur Straße zurück, wenn aber er macht, steht jetzt hat. Der hat die gefressen. Ja, was denn? Oh je, sind wir üble Racer. Ja. Aber wir wollen uns. Doch immer so. Eigentlich dürfen wir noch drauf. Das sind noch mehr als 500 Meter. Ja, eben. Jetzt ja, warte mal, vielleicht, wenn sie den Punkt nicht ans Haus gesetzt haben, sondern auf die Straße, sind es vielleicht weniger. Nicht, dass sie denken, wir machen hier. Die sind okay. Immer noch 570 Meter. Also, eigentlich kannst du doch. Ich glaube, der ist schon im Pausenmenü. Ich glaube, der ist schon. Der ist schon komplett tot. Oh je. Also, erfolgreiche erste Stage für uns. Wahrscheinlich sehr, sehr anstrengende Stage für die Cops. Aber ich glaube, wir haben da ganz gut ausgeteilt schon. Würde ich sagen, unser Plan hat gut funktioniert und damit. Ab nach einem kurzen Cut in die Vorstellung der Taktik der zweiten Runde. So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zur zweiten Stage hier wieder. Die dürfen natürlich starten beim Bamborough Castle und haben einen langen Weg vor sich bis hoch nach Glen Rannoch an die Croftdale Farm. Meine zwei Racer-Kollegen starten hier im Park und ich stehe hier auf einen Kilometer Luftlinie dran und probiere hier diese zwei Straßen eigentlich zu überblicken und würde sagen, lassen wir sie gar nicht länger warten und geht direkt los mit der zweiten Runde. Alpin, du weißt, dass es losgeht? Ja, ja. Was da steht. Ich vermute schon, dass sie nach Süden rausfahren. Aber ich bin ein bisschen fair diesmal. Wart noch 30 Sekunden, ja, ja, sowas. Ich warte hier auf nicht, jeden Fall. Nicht zu lang, weil so langsam sind die gar nicht. Ja. Und du darfst nicht über die Straße, du musst ja ein bisschen offroad. Ja. Um den Kreis rumfahren, das weißt du ja. Es kann sein, dass die stehen bleiben einfach. Kann halt auch immer sein, ne? Und bei dem Schaden, was die gefressen haben, müssen sie sich jetzt echt gute Taktiken einfallen. Dann könntest du auf die Strandstraße fahren und schauen, ob du die von dort aus ziehst. So direkter. Warte mal, wie weit darf ich da jetzt? 3 Kilometer. Ja, ich. Es ist genau in der Driftzone drinnen, ne? Circa. Ziemlich. Ja, Anfang Driftzone bleibe ich stehen. Einfach so ein royales Ei entgegengeflogen. Das müsste ziemlich genau an dem
Punkt von diesem Offroad-Weg sein. Ich könnte tatsächlich mal hinfahren und gucken, ob ich sie sehe. Bei nächster Gelegenheit, wenn... auf der Autobahn. Ja. Und sie jetzt halt in dem Moment genau da durchschlüpfen. Ja, doof. Hinten, aber... Ja. Ich guck mal, ob ich sie sehe. Soll Alpin ja recht bald schon. Nee, ja, ich bin jetzt in der Driftrunde. Ich sehe da nichts, aber... Ja, aber wenn... Ich bin jetzt schon beim südlichen Autobahnkreisel, wie gesagt, 320. Also ich glaube, die kommen auch auf südlichen. So, jetzt muss ich umdrehen. Ja, ich zieh mal durch. Ganz viele Kailas. Da ganz viele andere Spieler. Darf ich da eigentlich? Nein, da darf ich auch nicht. Mensch. Muss ich jetzt komplett zurück? Vielleicht sind sie Delfine. Ich fahr mal Richtung Flugplatz. Ja. Auf. Nicht Flugplatz, Tunnel. Auffahrt. Ja, ich zieh mal rüber Richtung Brücke, Nerd, also Flughafen. Route wird neu berechnet. Und geradeaus weiter. Das Stück. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja. So 2 Kilometer, ich 2,0. 1,9a. War jetzt ungefähr 10 Meter in ihrem. Das ist doch nicht auf, das ist noch in Ordnung. Ist nichts? Nee, im Süden oder Süden sind sie nicht hingefahren. Also ich bin jetzt bei den Urfahrten. Sie könnten halt schon weitergezogen sein, ne? Könnten auf die Autobahn drauf sein. Ja, ich bin bei der Autobahnkreuzung, also. Dann fahre ich mal Delfin hoch. Ich kann die Autobahn übersehen. Ah, oh, shit. Ich nehme hier noch Passanten mit. Ausgetrickst. Haben sie uns ausgetrickst oder warten sie einfach nur noch? Ich glaube fast, dass sie noch warten. Dann gehe ich nochmal zurück auf meine Ausgangsposition. Ich sehe einen Camaro, sie sind Delfin raufgefahren. Ey, ich greife noch nicht an, Camaro, halt die Schnauze. Ey. Greif nicht an, ich bin friedlich. Ah, Delfin sind sie gefahren, oder wie? Ja, genau, sind jetzt über der Autobahn. Okay, das heißt, die kommen wahrscheinlich süd, also östlich von Eliminator. Wir müssen noch gerade jetzt, Delfin ist auf die Straße über den Uraufhalten, oder? Genau. Ich jetzt da gar nicht auch dazu. Ja, ich komme direkt vom... Was? Oh, schubst den Audi in mich rein. Lassen Sie das schon ey, drüben? Camaro, hallo. Ich greife nicht an, bitte sagt dem mir mal jemand. Kommen Sie südlich? Jetzt Bumerang fahren Sie, glaube ich. Ja, ja, Bumerang. Der Camaro ist ein Arschloch. Ich bin Bumerang. Nee, die fahren nicht Bumerang, die fahren weiter Richtung Westen. Okay. Richtung Westen? Ja. Richtung See einfach. Also Nordwesten. Ah! Ey, lasst mich in Ruhe. Ich greife nicht an. Quasi fahren nördlich, südlich am Eliminator vorbei quasi, ne? Genau. Ah, ich sehe sie auch schon, okay. Südlich? Ja, ich greife noch nicht an, lasst mich in Ruhe. Ich sehe sie gerade. Okay, perfekt, dann sind wir alle dran, ne? Also die sind nördlich vom Eliminator dann noch. Bei ihnen südlich. Da ist der Scout, dann gehe ich jetzt auch mal ein bisschen Attacke. Ja, ich warte. Hallo, Camaro. Noch keine Attacke gemacht, aber gut. Ich habe die Limo mal ein bisschen Offroad geschossen, dass sie langsamer werden, dass Alpin auch dazukommen kann. Ja, ja, ich komme bei der Kreuzung jetzt dazu. To the party. Ich bin bei der Kreuzung dann dabei. Achtung. Circa. Weil ich bekomme gerade. Schöner Versuch. Weil jetzt sind sie Blumenhügel nämlich im... Ja. Oder? Ja. Ja. Fahren aber geradeaus weiter, so wie das aussieht, ja. Ja, dann ist... Ja, Blumenhügel. Ich glaube, ich habe der Limo gerade gut ins Getriebe gehauen, weil die wollte abbiegen. Das habe ich aber zu spät gemerkt. Also ich wollte sie nicht divebomben, ich wollte sie nicht. Die einfach mal zu. Vorsicht, ich komme über die Kuppel Blumenhügel. Warte, die ist sau langsam. Die ist gerade im Offroad. Lass sie mal wieder zur Straße. Lass sie zurück. Ja, warte, ich komme da mal. Hallo, was ist da? Hallo. Boah, sie haben halt noch 8 Kilometer vor sich, ne? Halt übel. Ja, warte, ich lasse mal.
Ja, wenn wir fies sind, lassen wir die in die dritte Stitch auch noch. Hab doch gerade die Demo getroffen. Ah, warte mal, warte langsam, langsam. So. Die Decken kriegen gerade nach vorne nicht mehr ab, so wirklich. Oh, das warst du. Ich dachte, die Limo ist von der Escalade eingegangen. Ich hab eine Lücke geschoben. Warte, ich schieb die Limo wieder mal an, so nebenbei. So, wo gehen sie jetzt hin? Was haben sie mal 10% Motor gemacht? Hauptverbindungskreuzung. Ich nehme mal ein paar aus. Ich fahr mal runter und nehme mal ein paar Camaros für mich. Hey, Camaro. So. Ich nehme mal an, die werden irgendwo dann abbiegen. Bei der Hauptverbindung. Warte, ich komme wieder entgegen, also aufpassen. Ich will dir ein paar Cops kaputt machen. Lorenz, hast du noch beide Ports? Ja. Okay. So. Ich glaube, ich habe den Camaro gerade auch noch gekillt. Ja, der ist tot. Der portet sich gerade, glaube ich. Und der RS6 ist auch tot. Dürfen sie sich aber nicht porten. Erst meinst du das? Ja. Die dürfen halt ins Pausenmenü gehen, um raus zu sein. Ja. Ich noch mal anlaufen, komm auch mal von vorne. Na, warte mal. Nehmen wir noch mal einen raus. Also, andere Taktik. Nehmen wir einfach nur die Cops raus. Oh, der hat gesessen. Oh, lass die Limo. Oh, die ist geghostet. Die ist tot, oder? Nee, da fährt sie wieder. Nein, lass sie einfach fahren. Ja, lass mal ihn noch die Chancen drüber bekommen. Ja, lass sie fahren einfach. Ach, pass mal aus. Ich will mir noch mal korten, ich will schon mit einem Typen auf dem Gegenkommen nochmal. Ja, aber nimm die Cops. Ich will noch ein bisschen die Caddies. Ja, okay, ich nehm Cops an. Ich halt einfach rein. Nein, aber nicht auf die. Warte mal, ich schiebe mal den. Die fahren Teststrecke. Oh, jetzt habe ich mich falsch geportet. Ja, warte, ich kann mich auch mal porten. Kein Einzelnen den Sichtkontakt. Ja, ich guck, dass ich dran bleib, dann mache ich mal kurz ein bisschen weniger Attacke und. Ja, bleib auf Sichtkontakt, sag mir, wo die Limo ist, dass ich sie nicht treffe. Wir sind schon mies. Bei nächster Gelegenheit. Okay. Genau, mittendurch. Wo sind die? Der Escalade hängt. Jetzt gleich an der Kreuzung durch, wo die Driftzone ist. Wir fahren jetzt geradeaus weiter Richtung. War ich ein bisschen zu langsam. Also auf der welchen Strecke quasi gerade. Warte, den Eskalette müssen wir dann immer wegbringen. Ja, aber lass die Limo in Ruhe, okay. Der ist aber alleine. Egal. 10% Motor habe ich dazwischen. Lass sie. Und okay. Im Lunch, ja. Lass sie, sonst nehme ich dich, hops. Oh Gott. Sorry. Die zerstört sich großteils selbst. Warte, den Traktor stelle ich mal quer. Oje, ist immer nicht zu fies hier. Wollen das sein? Oh, Escalade ist im Pausemenü. Echt? Ja. Ein Escalade, der hat riesen. Der gibt schon Gas. Der nächste Escalade ist raus. Hab ich den in den Begrenzer geschubst. Ja, warte, lass die Limo. Setzt man sie fest, oder? Nein, lass die Limo, lass sie. Nein, die Limo lass mal fahren. Ja. Da wollen wir alle genau, Cops alle raus. Cops, alle Cops raus und die Limo lass du fahren bis zum Schluss. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, ist der Sinn von dem Format leider auch ein bisschen verfehlt. Ja, aber was sollen wir sonst machen? Wir? Ja, das ist ja viel spannender, oder? Dann haben sie wenigstens die Chance. Ja, wenn sie letzte Stage gut spielen und wir sie nicht finden, dann... Wenn nur mit der Limo über ist. Warte. Ich will noch einen letzten Port. Nochmal von vorne. Nochmal irgendwas rein. So, die ist doch schon fast tot. Es sind noch zwei Cops, oder? Ja. Die sind beide fast tot. Oh nein, die armen Jungs da oben im Channel, die tun mir so, jetzt schon ein bisschen leid tatsächlich. Dann machen wir Schluss.
Sorry, ich weiß nicht, was es ist. Oh, wo ist der? Ja, ich hab's. Ja, sie fahrt noch. Irgendwas. Sie fahrt noch, lass sie fahren. Ja, okay. Bis zum. Lass mir überhaupt die Limo jetzt fahren. Diese Nummer spotten, wo sie noch ist. Sie hier? Ist sie noch hinter mir? Nee, sie fährt Richtung SS. Genau. Die fährt SS hoch. Also, ich nehm mir mal an, Bergpassstraße. Ich bin auf SS auch so ein bisschen zu weit wahrscheinlich. Ne? Das ist so. Schau, dass du Baum. Irgendwo auf einen Baum triffst. In 100 Metern links abbiegen. Aber der Kamara hat so viel Power. Das ist die Limo. Das ja, das war ich. Das war ich. Warte so und ab in den Begrenzer mit dir. Warte, pass auf, die Limo ist vorne. Ja, okay. Ich will den Camaro da hier rechts. Ja, den Camaro, den. Den hier rechts im Bahnhof. Könnte ich Limo so ein bisschen schubsen. Hinter dir ist noch ein RS6. Warte. Ich darf den nicht festsetzen. Ah, der ist. Der ist im Pausenmenü. Ui je. Ey, wir haben nur noch eine, wir haben nur noch ein Audi zu festsetzen. Oh Mann, gab's das schon mal bei einer Safety Mission? Aber nee. Jetzt nimm mit. Also die Eskelette sind raus. Warte, den schmeißt da runter mit der Brücke. Audi. Ja, warte, da kommen dachte, noch zu. Ich dachte ja, schon, ich bin zu nah dran, aber es ist gerade die Blitzerzonenstrecke. Ja. Ja, links in die Steine, in die Steine, in die Steine. Nur noch 1,9 Kilometer tatsächlich, aber ich glaube. Ja, links in die Steine. Da bleibt dein RS6 über. Ein RS6 noch. Es sind 1,5 Kilometer gerade. Oh, Limo, aufpassen. Hat eine. Personal. Soll ich die Limo mal ein bisschen anschieben, den Berg? Nein, 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 lass sie. Pass auf, Luftzone ist hier. Schon. Luftzone ist hier schon. Nee, weiß ich nicht, aber. Ja, lass sie fahren einfach. Ja, lass mal ab von denen. Ja. Ja. Haben sie noch einen guten Kopf? Ja, warte. Also, sie dürfen ja noch reparieren. Die Limo hat schon über 90%. Nicht so viel Reparaturpunkte haben sie, glaube ich, ne? Oh Mann, ey. Das war ja eine zweite Runde. Ich glaube, das gab es noch nie, dass wirklich die Racer Gnade mit den Cops haben mussten, weil ihr Plan gut, so gut funktioniert hat. Aber ich meine, da können wir uns auch glücklich schätzen. Dementsprechend würde ich sagen, haben wir es dann auch irgendwie in eine dritte Runde hineingezögert. Ja, ich hoffe, die Stimmung bei den Cops ist nicht absolut unten drunter, weil das kann ja auch so schnell passieren, wenn man so kassiert einfach. Dementsprechend würde ich sagen, kurzer Cut an dieser Stelle. Bis gleich. Ja, Ladies and Gentlemen, damit herzlich willkommen zurück hier zur letzten Stage der Cops. Wir haben ja die Limo letzte Runde so ein bisschen verschont, weil wir einfach noch diese dritte Stage mitnehmen wollten. Ich denke, das ist ja vielleicht auch ganz cool zum Sehen und ich denke, jetzt können wir ihnen hoffentlich den Gnadenstoß geben oder sie holen es doch noch, was sie jetzt echt verdient hätten nach dieser Tortur, durch die wir gerade gegangen sind. Denn die müssen von der Crofthill Farm runter zur Top Gear Story, die seht ihr jetzt bei mir gar nicht, aber glaubt mir einfach, dass die da ist. An der Stelle, meine zwei Racer-Kollegen starten hier auf der PXH-Teststrecke und ich bin auf 1 Kilometer Luftlinie natürlich dran am Geschehen und würde sagen, schick mal sie los, ab in die Action. So, jetzt bin ich gespannt, ob sie bei mir kommen oder ob sie zu dir rüberfahren bei uns. Also. Es bleibt spannend. Wahrscheinlich setzen jetzt die uns fest. Glaub's auch, ja. Die werden jetzt drauf gehen, gerade mich ohne Leben. Ja, dann. Aggressiv sein. Ich meine, es wäre die größte Karma-Schelle, die sie uns geben können. Und wir hätten es verdient. Wir hätten es wirklich verdient nach der letzten Runde. Aber ich nehme mal an, die werden SS herumbekommen, ne? Ja, schauen wir mal. Ich glaub's auch fast, ja. Weil sonst hätte sie schon Maxi lange gesehen. Bis wohin dürft ihr dann ran? Ihr dürft ran. Bis zur Brücke ungefähr. Zur Brücke ungefähr, okay. Ja, ich könnte mir da vorstellen, dass sie jetzt alle Register ziehen. So,
keine Ahnung, 5 Minuten warten und dann 3 Cops in die eine Richtung, eine in die andere und dann die Limo 5 Minuten später los oder so. Aber schau, du viel schneller warst du jetzt nicht, ne? Ja, ich bin einen anderen Weg gefahren, hab langsam gemacht, um zu schauen, ob ich sie von da oben schon mal sehe, aber nein, viel schneller war ich nicht. Also, ich denke auch, die werden mal alle Register gezogen. Hier haben. Wird Ende sein. Irgendwas habe ich gesehen gerade, ich weiß nicht, ob es ein Kopf war. Limo sein, oh, sorry. Da machen wir eine Straßensperrung. Nee, ich fahr nochmal da oben zu dieser Story. Zug kommt. Ja, bleib du mal da hier. Stehen. Stehen bleiben dürfen wir, ne? Exit hat einfach noch die Limo tunen lassen. Achso. Ist dann jetzt längst weg. Achso, dann hat der so ein bisschen extra Antrieb gegeben und Offroad-Reifen, die sind über den Berg geflohen. Offroad-Wege, ja. Hier sehe ich die von hier, ist die Frage. Ja, die kommt auf dich zu, Peter. Nee, Alpin, sorry. Ja, ich sehe also bei euch drüben. Peter, ja, bei uns. Dann kommt, ich habe die Limo gesehen. Es sind nur mehr 2 Cops. Oh, okay. Nein, 3. Warte. Ich hab die Limo gesehen, okay, dann muss ich. Zwei, ja, ich hab sie gesehen. 3 Cops, ja. Das habe ich mir gerade selber 6% Motor gemacht. Also, als erstes werden die Cops mal drankommen müssen und dann die Limo festsetzen, okay? Oh nee, ich habe jetzt die Limo einfach. Ja, und die ist gekostet. Ich habe jetzt einfach Ende gemacht. Wo seid ihr? Ich will es auch noch miterleben hier. Ja, das hier Ende unter der Eisenbahnbrücke. Wartet, sie fahrt noch gut. Nein. Nee, die hat gehupt. Ich wollte sie nicht leiden lassen. Ja. Okay. Mach mal kurz und schmerzlos. Hier was an der Brücke. Nee. Ja. Nein, wir sind ja, gerade Eisenbahn. Mit der Blitzerzone da. Ah, ja. Eisenbahnbrücke. Da seid ihr. Komm, noch einmal hier. Durch so einen Baum Nela. Jalla, rein, durch da. Ich finde es witzig, wie meine Thule-Dachbox jetzt auf dem Auto ist. Siehst du das auch, Maxi? Irgendwo. Ah ja, Spoiler, ja, die hält noch. Ist interessant. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft, uns gegen die Cops durchzusetzen. Wir haben unseren Admin der Ghosts befreit und das ist doch mal ein schönes Ergebnis. Die Bulldogs machen hier auch sonst irgendwas. Es fährt sie doch wieder. Guck mal an. Angeschoben worden. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Wir haben auch noch was Besonderes für euch. Ihr könnt mal in die Videobeschreibung gucken. Da ist sowohl hier auf dem Ghost-Channel als auch auf dem FPS-Jäger und ich bin sicher auch bei den anderen die Website von uns verlinkt. Die gibt es jetzt nämlich auf Google PXH Ghosts. Schaut da rein, da findet ihr noch so ein paar Infos rund um uns, wie ihr bei uns mitmachen könnt. Und natürlich bedanke ich mich wie immer bei allen, die hier dabei waren und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wir gehen uns dann mal entschuldigen bei den anderen. Tschüss. Ciao.